Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir einen Ausflug zur USS Enterprise gemacht in der 100. Folge. Und ja, wir sind heile wieder zurückgekommen und haben sogar was mitgenommen. Und zwar einen NPC-Zauberstab, womit wir eigene, ja sag ich mal, Figuren oder einige NPCs erstellen können, mit dem machen wollen, was wir machen können, was wir wollen. Und das ist doch mal sehr, sehr cool. Genau. Und ja, wir sind jetzt wieder hier. Was haben wir denn eigentlich beim letzten, also in der 99. Folge gemacht? Ich glaube, wir haben da oben weitergebaut. Kann das sein? Wie weit sind wir denn hier überhaupt? Ach, interessant. Okay. Ich war jetzt sowieso jetzt nicht auf den Laufenden, weil die 99. Folge ist schon, ja, ein paar Wochen her jetzt hier. Darum muss ich mich jetzt so langsam erst wieder reinfinden. Aber wo ich mich jetzt so ein bisschen wundere, ist, warum gibt es wieder ein paar kleine Lags? Das finde ich nicht schön. Ich habe da sonst nichts weiter auf hier. Machen wir ein bisschen Musik, ein bisschen leiser. Und ich habe hier die ganzen Skins offen, na gut. Na gut, dann mache ich das hier mal alles zu. Ich hoffe mal, die Lags hören jetzt auf. Mal schauen, 30 FPS sehe ich gerade. 30 FPS, ah, sieht schon besser aus. Sieht schon besser aus, okay. Na gut, ach, wir haben ja hier auch schon einiges verzaubert, stimmt. Ah, erst jetzt fällt mir so immer wieder alles ein. Wir haben die Terrasse gebaut, stimmt. Hatten wir irgendwas vor? Ich habe keine Ahnung. Wie weit waren wir mit der Spiele? Da waren wir ja, glaube ich, fertig. Kann das sein? Ich glaube, ja, genau. Na gut, dann ja. Geht es wohl dort oben weiter? Ach, schon wieder gehen die FPS runter. Das ist irgendwie ein Problem von Minecraft. Ich weiß nicht warum. Alle anderen Let's Plays kann ich mit 60 FPS aufnehmen. Außer Minecraft. Da nicht mal mit 30 FPS. So wie es aussieht. Müssen wir durch. So, die Decke habe ich ja auch schon reingetan. Ja, stimmt. Ich wollte ein Dach haben. Aber was wollte ich für ein Dach haben? Eine sehr, sehr gute Frage. Die Fenster haben wir ja auch schon alles fertig. Ah, Gästezimmer wird das hier. Was wird das? Ach, das wird hier ein Bad, stimmt. Das wird hier ein Bad. Ja, machen wir einfach hier jetzt weiter. Genau. Zum Beispiel hier will ich das mal weg haben. Ich baue sowieso erstmal ein bisschen Eichenholz. Da haben wir ja ein Zeug abgelegt. Ich hoffe mal in diese Truhe, weil sonst muss ich mal weiter wegrennen. Okay, ich muss weiter wegrennen. Es sei denn, ich habe das in den Rucksäcke reingepackt, aber nee, die sind ja komplett leer. Super vorbereitet bin ich hier. Super vorbereitet. Aber so wie ich gesehen habe, gab es auch von meinem Aufnahmeprogramm ein Update. Vielleicht hilft das Update. Dann mache ich das nach dieser Folge, ziehe ich es mal rein. Und vielleicht hilft es wirklich. Wäre sehr, sehr schön. So, da ist noch ein bisschen. Wir haben ja kaum noch Eichenholz. Nur noch Bretter, aber den ganzen Stämmen ist Mangelware. So wie es aussieht zumindest. Ach, da habe ich noch ein bisschen was. Aber trotzdem. 60 Stück nur noch. Dann ist es vorbei. Dann haben wir alles aufgebraucht. Naja, Schicksal. Schicksal, Schicksal, Schicksal. Habe ich jetzt eigentlich den richtigen Shader drin? Das will ich nochmal ganz kurz schauen. Ja, richtig. Ist gut. Ich hatte nämlich vor dem Part nochmal kurz Minecraft neu gestartet, weil ich noch ein bisschen was umkonfigurieren musste. Weil ich nehme jetzt diese Folge gleich nach dem 100. Part auf. Endlich mal wieder Minecraft aufnehmen. Ich habe das wirklich sehr dolle vermisst, Minecraft aufzunehmen. Nur, ja. Ich habe mir ja auch zum Ziel gesetzt, dass ich jeden Tag aufnehme, egal was für ein Let's Play, mindestens so viel aufzunehmen, wie an Folgen rauskommen. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal in Minecraft erwähnt. Bisher jetzt mache ich das seit 2 Wochen so. Die erste Woche war es noch ein bisschen so holperig. Da hatte ich mal 1 oder 2 Tage da nicht aufgenommen. Hatte aber auch andere Gründe, weil ich dort wirklich gar keine Zeit hatte. Einmal, weil ich ein bisschen länger arbeiten musste. Und das andere Mal, das war glaube ich, der Freitag. Was war denn nochmal Freitag? Hatte ich da einen Arzttermin? Kann sein, kann sein. Auf jeden Fall konnte ich da auch nicht
Aufnehmen. Aber die letzte Woche, also die Woche, die für mich jetzt hier war, da hat sie jeden Tag jetzt funktioniert. Heute ist gerade Freitag. Heute hatte ich auch ein Glück bisschen eher Schluss. Was sonst eigentlich sowas von selten vorkommt. Und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass ich eher Schluss hatte. Ist ja logisch. Und ja, hatte eigentlich auch vor, schon längst aufzunehmen, aber ja, ich meinte dann, nachdem ich von der Arbeit kam, ja, ich könnte kotzen. Die Probleme mit Minecraft fangen schon wieder an. Also, es ist, ich bin hier am Reden, wie ihr eben halt gemerkt habt, und plötzlich spielt mein Aufnahmeprogramm mal wieder ab. Mitten hier im Redefluss. Also, ich verstehe es nicht, warum das jetzt schon wieder passiert. Ich bin froh, dass es nicht in der 100. Folge passiert ist, aber ja, ich habe jetzt das Update mal gezogen, was wovon ich erzählt habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, worüber ich eben noch, wo ich gerade dabei war zu erzählen, aber ja. Auf jeden Fall ist mein Aufnahmeprogramm wieder abgestürzt. Musste ich jetzt nochmal neu installieren. Hat ein paar Minuten gedauert, weil erstmal runtergeladen werden muss. Das waren so einige viele Megabyte. Und ja. Gut. Jetzt sieht es auch, muss ich ehrlich sagen, in der Aufnahme relativ flüssig aus, wenn ich das jetzt hier so betrachte. Aber nur, wenn ich das halt jetzt so betrachte. Ich werde mal schauen, ob wir jetzt so weiterspielen können. Ich weiß jetzt, wie gesagt, gar nicht, wo ich aufgehört habe zu erzählen. Eins weiß ich jetzt, was wir machen, und zwar, wir werden hier die Räume hier einrichten. Ich hatte jetzt auch gesagt, dass ich eine Lampenmod mal suche und die gegebenenfalls installiere. Habe ich bisher noch nicht gemacht, tut mir leid. Ich hatte ja sowieso schon andere Mods in Planung, hatte ich ja schon drüber geredet. Ah, jetzt war eben wieder ein kleinerer Lag. Na gut, dann hat das schon mal nicht aufgehört, aber ich hoffe mal, die Aufnahme bricht nicht ab. Wer? So, ja, hier unten haben wir ja eigentlich auch noch eins. Ja, jetzt fällt mir ein, wir wollten doch schon mal mit einem Lagerhaus anfangen. Ja, genau. Genau. Das machen wir dann auch, weil ohne die Lampenmod mache ich nicht weiter. Ohne die Lampenmod mache ich nicht weiter. So, ich baue jetzt ein bisschen Erde, weil ich halt einen Platz suchen muss. Für das jeweilige Gebäude. Die Sonne geht auch schon fast unter. Aber eins will ich hier jetzt noch weg haben, und zwar hier die Bäume. Die gefallen mir hier jetzt nicht. Dann kommen die einfach mal weg mit unserer schönen Spitzhacke, die hier auch verzaubert ist. So. Die Spitzhacke ist kaputt, dann die nächste Effizienz 2 drauf. Geht so noch ein bisschen schneller. Ich glaube, die letzte hatte Effizienz 1, wenn ich mich recht erinnere. So. Einfach mal hier alle Bäume weg. Haben wir dann wieder schön viel Birkenholz. Können wir eines Tages sehr wahrscheinlich noch gebrauchen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wo ich das Lagerhaus hin mache. Ich habe so einen Platz in meinem Kopf, wo ich eventuell sage, ja, da könnte es hin. Und zwar hier, da hinten irgendwie so. Aber ob es dann da wirklich dann hinkommt, das muss ich dann mal sehen. Ob dafür da Platz ist, wie viel ich da terraformen muss. Terraformen müssen wir sehr wahrscheinlich sowieso. Och, tut mir leid, Schmetterlinge, ich wollte euch jetzt hier nicht vertreiben. Habt ihr gesehen, wie die davon geflogen sind? Ist ja lustig. So, diesen Einsetzling, der da noch ist, den werde ich auch gleich mal abbauen. Kann dann hier kein weiterer Birkenbaum erstmal wachsen. So. Und übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich habe jetzt auch übrigens insgesamt 16 GB Arbeitsspeicher. Also ich habe, mein Arbeitsspeicher kam an, ist schon ein paar Wochen für mich her, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon in Minecraft erwähnt habe, weil ich halt jetzt eine Weile nicht aufgenommen habe. Wollte ich nur mal gesagt haben, und Minecraft habe ich dementsprechend auch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gegeben. Und am Arbeitsspeicher kann übrigens das jetzt nicht mehr liegen, dass die Aufnahme abbricht. Weil momentan verbraucht Minecraft 5 GB Arbeitsspeicher. Ich habe Minecraft auch 5 GB gegeben. Ja, da verbraucht es jetzt eigentlich hier nur 30%. 1,6 GB. Aber so also im Task Manager halt 5 GB und ist noch genügend frei. Genau. Ich nehme nochmal ein bisschen Erde mit und dann gehen wir erstmal jetzt schlafen. Moment, ich muss mal kurz was schauen. Ah, der richtige Shader wurde mal ausgewählt, obwohl ich Minecraft neu gestartet habe, weil ich musste auch Minecraft neu starten, weil irgendwie während Minecraft lief, konnte ich das Update nicht installieren bei OBS. Ist ganz komisch gewesen. Ganz, ganz komisch. Naja. Notfalls, falls das dann nicht mehr funktionieren sollte,
weiterhin. Dann werde ich wieder mit Fritz aufnehmen, weil ich kann jetzt wieder rendern und währenddessen halt auch meinen Computer andersweitig bedienen. Das war ja damals nicht mehr möglich und durch so bin ich halt ging das halt dann auch nicht mehr. Darum bin ich ja halt auch zu OBS umgestiegen. Aber es wäre theoretisch jetzt wieder möglich. Aber nur erstmal theoretisch, ob dann wirklich. Das weiß ich noch nicht. Erstmal schauen, ob wir überhaupt. Oder ob das Programm überhaupt jetzt hier nochmal abschmiert. So, ich verwandle mich jetzt mal in einen Geist. Und ein Geist, ich weiß nicht, ob ein Geist in der Nacht brennt. Hier, in eine Fliege. Dann suchen wir mal einen Ort. Für das Lagerhaus. Das soll auf jeden Fall sehr, sehr groß werden. Wie gesagt, ich hatte da so ein bisschen was im Kopf, aber da. Eine sehr, sehr gute Frage. Wir müssen wir ja auch noch bauen. Könnten das natürlich auch in diese Ecke da so mal. Eins steht fest, wir müssen auf jeden Fall terraformen. Wir haben zwar schon eine ganze Menge damals geterraformt, aber es war von Anfang an klar, dass das nicht alles war. Ja, diese Ecke hier, die sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich will eigentlich auch hier den Platz wirklich sehr, sehr gut nutzen. Hier so? Was hier so hinkommt? Ich schau mal von oben. Noch ein bisschen weiter höher. So. Dann, also wenn man hier jetzt, zum Beispiel jetzt hier mein Schwert, die Spitz. Ach, das sehe ich. Das ist mein. Sorry. Kann man jetzt nicht sehen. Na gut, dann hier dieses Fahnenkreuz. Hier so das Lagerhaus hin. Das wäre möglich. So ungefähr. Das soll, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Lagerhaus werden. Einmal für die normalen Minecraft-Blöcke und dann nochmal für die Mods. Und boah, es muss noch viel Technik dahinter. Ja, wir nehmen diesen Platz. Ich klicke jetzt nochmal ein bisschen höher. Weil ich möchte mal einen Screenshot machen und mal so ein bisschen mal zeichnen, wie das dann am Ende aussehen soll. So, jetzt wisst ihr auch, wann ich aufnehme. Wunderbar. So. Mal öffnen mit. Öffnen mit. Nein, keine E-Mail. Nein, keine E-Mail. Öffnen. Mit paint.net. Könnte ich eigentlich ganz schnell hier auch mal sagen, paint. Net mal auch mit reinnehmen. Nein, das ist das falsche. Ist Paint. Ah, Paint.net startet sowieso jetzt erst. Ist momentan noch gar nicht da. Nochmal Eigenschaften hier. Ach, für euch ist es jetzt ja auch schon da. Ah, sehr, sehr gut. Okay. Das ist halt jetzt hier Screenshot, den ich da gemacht habe. Und ja, na gut, die Farbtablette, die seht ihr jetzt nicht, aber ich habe hier so eine Farbtablette. Oder Tablette? Nee, Tablette. Oh, Tablette. Tablett. So, Tablette. Ey. So, dann hier. Und zwar einmal soll hier so eine Wand sein. Das so ein bisschen parallel hierzu geht es dann hier so hin und hier so hin. Ich werde das mal ein bisschen gerade machen. So, hier nochmal. Soll wie gesagt jetzt erstmal nur so eine Skizze sein. Und da, ob das dann später wirklich so groß werden soll, kann ich noch nicht sagen, aber das ist wie gesagt mein Plan. Wenn man bedenkt, damals in Minecraft Online, da hatte ich ja auch öfter so eine Skizze gemacht und dann letztendlich wurde es doch ganz anders. Und wie gesagt, ich brauche sehr, sehr viel Platz. Aber wenn das schon größer als dieses Haus hier wird, oh mein Gott. Ja, eventuell werde ich das wirklich noch verkleinern, aber so erstmal im Groben kann man das, denke ich mal, so anbieten. Dann muss ich das hier erstmal hier alles terraformen. Oh, ich habe doch nicht so viel Erde. Na gut. Müssen wir irgendwie Erde beschaffen, das wird wohl jetzt noch eine Weile dauern. Tut mir echt leid, dass ich jetzt euch wieder Folgen mit Terraform anbiete, aber naja, was soll's. Was soll's denn hier bitte nochmal speichern? Dankeschön. So, okay. So, gespeichert wurde es dann hier mal schließen. So, jetzt sind wir wieder hier in Minecraft drinne. So. Jetzt kann es hier weitergehen.
Ja, ich muss mir erstmal die Ausmaße mal ein bisschen anschauen. Ja, so schlimm ist das wiederum auch nicht, finde ich. So schlimm ist das nicht. Moment. Ich habe ja bis dort gesagt, da ist dann so ein See. Ah, ich muss das Screenshot nochmal kurz öffnen. Ja, so schlimm ist das nicht. Nee. Also bis zur Schlucht dort oder bis halt dieser Schlucht zu Königsschleim. Ach, das da ist ein Königsschleim, den wir schon mal gesehen haben. Cool. Den werde ich jetzt erstmal kurz besiegen. Aber nicht als Fliege, nicht als Fliege. Moment. Irgendwas Cooles, irgendwas Cooles. Auch ein Königsschleim sein? Ja. So, und hier habe ich wenigstens ein paar mehr Leben. Ja, damit lässt es sich leben. Königsschleim gegen Königsschleim. Wer wird gewinnen? Das muss ich mir mal mit F5 anschauen. Königsschleim gegen Königsschleim. Wer wird gewinnen? Ah, bis jetzt sieht es gut für uns aus, glaube ich. Weiß nicht, wie viele Leben er hat noch. Hat. Ah, gut. Oh, jetzt so viele kleine. Wie viel Leben haben die? Jeweils 4. Na gut, dann nehme ich Dom lieber mein Schwert. Auch wenn es jetzt so kaputt ist. So, hier. Yeah. Immer schön. Einer nach den anderen. Hier kommt alle dran. So. Huhn. Und ich werde mich mal zurückverwandeln. Nicht in einen Huhn. Nicht in einen Huhn. Ich sehe jetzt rein gar nichts. Und ich habe nur noch ein halbes Herz. Erstmal hier was essen. Moment. Ach, ich bin im Wasser. Ach, deswegen sehe ich nichts. Ja, durch den Shader sehe ich das halt nicht. Hier ist Wasser. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Ach ja, jetzt ist das Wasser plötzlich wieder da. Ach ja. Dann waren wir mit dem Schleim auch die ganze Zeit im Wasser und darum. Ach, darum sind wir so ein bisschen herumge. Ja, herumgeschwoben. Schwebt, sagt man das so? Keine Ahnung. Und wie hatte ich mich wegen dem Verhalten so ein bisschen gewundert? So, ich muss eben auch mal hier kurz den Screenshot mal runter machen, weil ich muss halt das Aufnahmeprogramm noch sehen, falls Minecraft wieder abstürzen sollte. So, ein Königsschleimstein Streitaxt. Ah, schleimig. Das ist schön. Die Axt können wir mal behalten, weil damit kann man Bäume auch abbauen, ganze Bäume. Genauso wie mit der Mod, den wir momentan haben. So. Genau, dann fangen wir mal an zu terraformen. Ja, die großen Gräser, die mache ich mal alle weg, weil die stören nur beim Terraformen. Und ja. Ich will hier nicht gestört werden. Ganz einfach. So. Dann mal hier. Jetzt direkt nach der 100. Folge gleich mal terraformen. Ich will unbedingt mein Lagerhaus endlich haben und ich könnte natürlich sagen, nee, das kann ich ruhig mal hier eine Ebene tiefer machen, aber nee. Nee, nee, nee. Ich bin kein Fan so wirklich davon, dass ne, immer, dass hier Berge dazwischen sind, sagen wir es mal so. Ich mag alle schönen Ebenen haben und das ist halt so ein, sowas. Sowas bei mir, tut mir leid. Aber wir haben ja Zeit, wir haben richtig viel Zeit hier in Minecraft. Uns hetzt ja keiner. Genau, stimmt's lieber Löwe? Genau, oder du da? Ach ja. Und ihr müsst zugeben, wir haben jetzt länger nicht mal geterraformt. Das müsst ihr zugeben. Und zwischendurch werden wir auch mal wieder beim Haus weiterbauen. Also wir werden jetzt nicht nur Terraform bisschen geht nicht mehr. So. Wäre natürlich ein bisschen besser gewesen, wenn man hier einen Berg abtragen hätte müssen, weil dann hätten wir die Minions einsetzen können, aber das ist leider nicht. Leider nein. So, die Sonne geht unter, das ist sehr, sehr schön. Und dann laufen wir mal dorthin, hier mal. Aber ich werde jetzt sowieso erstmal einen Cut setzen. Eine Aufnahmepause machen.
So, hier ist so viel Erde, aber das wird nicht reichen. Das wird garantiert nicht reichen. Obwohl, wir haben wirklich so viel Erde. Mir gar nicht bewusst. Das noch mehr. Das war's dann aber auch schon. Diese Erde kann ich dann nochmal verbraten. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Haus. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt die Aufnahme doch nicht mehr abgebrochen ist. Wurde jetzt, glaube ich, auch ein längerer Part, weil ich habe nicht dran gedacht, dass wir vorhin, dass das ja jetzt ja ein zusammengesetzter Part ist. Naja, dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und bye bye.